Wir werden hier einen Grenzwert anhand der allgemeinen Definition von Cauchy überprüfen. Betrachten wir zuerst dieses Beispiel f von x gleich 2x. Diese Funktion f wird grafisch dargestellt durch diese Gerade mit kartesischer Gleichung y gleich 2x. Es ist in der Zeichnung deutlich zu erkennen, je dichter x bei der Zahl 2 liegt, desto dichter liegt f von x bei der Zahl 4. Das heißt, wir erkennen in der Zeichnung, dass der Grenzwert von f von x, wenn x gegen 2 strebt, 4 sein muss. Wir werden das gleich anhand der allgemeinen Definition überprüfen. Aber zuerst ein zweites Funktionsbeispiel. Jetzt ist die Funktion f von x wieder 2x, aber nur wenn x verschieden ist von 2. Was also heißt, die Zahl 2 selbst hat für diese Funktion kein Bild. Und das bedeutet grafisch, dass bei dem Punkt mit Abszisse 2 eine Lücke im Graphen ist, die ich ziemlich groß gezeichnet habe, damit man sie auch deutlich erkennen kann. Trotzdem gilt hier, je dichter x bei 2 liegt, aber verschieden ist von 2, desto dichter liegt f von x bei 4. Dieser Grenzwert scheint doch zu stimmen. Auch im dritten Beispiel stimmt dieser Grenzwert. Das dritte Beispiel ist für den ersten Teil genau dasselbe wie die zweite Funktion. Also f von x ist 2x, wenn x nicht 2 ist. Aber hier ist ein kleiner Zusatz, der besagt, die Zahl 2 selbst hat doch ein Bild, und zwar 1. Was im Graphen bedeutet, die Zahl 2 hat als Bild 1, dass hier auch ein Grafikpunkt ist. Das heißt, dieser einzelne Punkt, der gehört zum Graphen dieser dritten Funktion f. Auch hier gilt, je dichter x bei der Zahl 2 liegt, desto dichter liegt f von x bei 4. Die Zahl 2 selbst, die wird ausgeschlossen. X ist ganz dicht bei 2, ganz dicht dran, aber nicht drauf. Die Zahl 2 selbst wird aus der allgemeinen Definition hier ausgeschlossen. Die allgemeine Definition besagt ja, wenn x gegen a strebt, und diese Zahl a wird hier ausgeschlossen. Also ganz egal, was bei der Zahl a selbst ist, beim Grenzwert betrachten wir nur die Werte x, die ganz, ganz dicht bei a sind, aber verschieden sind von a. Genau das machen wir auch hier. Was bei der Zahl 2 selbst ist, interessiert uns beim Grenzwert berechnen nicht, denn die Zahl 2 ist aus der Definition ausgeschlossen. Übertragen wir jetzt diese allgemeine Definition auf unser konkretes Beispiel, und zwar so. Für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein diese Zahl s ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt sie klein genug zu wählen, sodass, sobald der Abstand zwischen x und 2 streng kleiner ist als r, was heißt, dass x in dieser blauen Umgebung von 2 sein muss, und x muss natürlich im Definitionsbereich der Funktion sein, aus dem wir die Zahl a, das heißt hier 2 selbst, ausschließen. Das muss zur Folge haben, dass der Abstand zwischen f von x und 4 streng kleiner ist als s. Das heißt, dass die Zahl f von x in dieser roten Umgebung von 4 liegen muss. Wie so oft in der Mathematik, wenn man nicht weiß, womit man anfangen soll, dann versucht man es mit dem Ende. Und genau das werden wir hier machen. Wir starten von diesem Ende, Betrag von f von x minus 4, streng kleiner als s. Diese Bedingung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn 2x minus 4 im Betrag streng kleiner ist als s, weil dieses f von x für unser Beispiel ja 2x ist. 2x. Diese Bedingung wiederum ist erfüllt,
dann und genau dann, wenn zweimal der Betrag von x minus 2 streng kleiner ist als s. Wie kommen wir darauf? Zwischen den Betragstrichen können wir eine 2 ausklammern, also macht das zweimal die Klammer x minus 2. Und da diese 2 positiv ist und multipliziert, darf sie aus den Betragstrichen nach vorne. So. Und jetzt werden wir diese Ungleichheit hier noch durch 2 teilen. Und da die 2 positiv ist und wir da teilen, bleibt das Zeichen der Ungleichheit. Das heißt, diese Bedingung ist erfüllt, dann und genau dann, wenn diese erfüllt ist. Und diese Zahl s halbe, die nehmen wir als R-Wert. In der Zeichnung heißt das also, dass diese Zahl R die Hälfte von dieser Zahl s ist. In diesem konkreten Beispiel natürlich nur. Jetzt lesen wir unsere Überlegung aber von rechts nach links. Ganz rechts steht, der Betrag von x minus 2 ist streng kleiner als diese Zahl r. Steht auch da. Diese Ungleichheit hat zur Folge, Pfeil nach links, diese Ungleichheit. Die wiederum hat zur Folge, Pfeil nach links, diese Ungleichheit. Und die wiederum hat zur Folge, diese da. Also aus dieser Ungleichheit hier können wir diese schließen, was zu beweisen war.